So, Missionsparameter. Was Baishi Energiepartner hat dem Biogaserkennungsprojekt MD16001 die Befugnis erteilt, Feldforschung zu betreiben. Im Namen des Baishi Biogasunternehmens soll die private Auftragnehmerin Caroline Sanders oder Saunders als leitende Geochemikerin an dieser Forschung beteiligt sein. Die örtliche Genehmigung für diese Expedition wird im Einvernehmen mit dem Immobilienunternehmen Isla Negra erteilt, das vor Ort durch Repräsentanten vertreten ist. Die leitende Chemikerin Sanders soll mehrere Bodenproben nehmen, die Konzentration von Biogasvorkommen untersuchen und ihre Ergebnisse melden, um in diesem Gebiet weitere Untersuchungen durchzuführen zu können, wird ihre ausdrückliche Autorisierung für mindestens 3 Erkennungsstandorte benötigt. Sollten diese Autorisierungen erteilt werden, dann greifen sie über dieses Terminal auf Expeditionsvorräte zu, um weitere Daten zu sammeln. Während die Firma Baishi Extraktionsteam zusammenstellt. Wissenschaftliche Praktikanten Lovette K., Rouge M., Rouge L. und Antwon P. Was ist das für ein Name? Okay. Den Autorisierungscode 1 eingeben. Autorisierungscode 2 eingeben. Und 3. So, auf Expeditionsvorräte zugreifen. Das war's. Quest erfüllt. War ganz einfach eigentlich. Ich weiß nicht, das sind glaube ich Waffen, diese Biogaskanister war. Ja. Naja. Strahlenerzüge, was zeigt denn damit? Naja, ich kann sie ja zusammen reparieren. Hä, Hochleistungsstrahlanzug und normalen Strahlanzug. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Eigentlich totaler Müll. Naja, egal, wir haben die Quest erledigt und fertig ist. Kommt, weil wir jetzt schon in der Nähe sind, kümmern wir uns um die beiden Bojen hier. Problem ist immer, wo hat es denn Ende? War? Man fängt dann immer an und kann dann nicht aufhören. Das ist das Problem. Oh, seht ihr, da sind die nächsten Bojen. Das ist zum Kotzen. Ah. Das war immer noch Cola. Ja, seht ihr, da ist nämlich ein Safe. Kriegsgeld und Kronen gucken. Und da ist sogar noch ein First Aid Kit. Hier ist noch ein herumliegendes Timpack. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch mit euch machen muss. Da sind nur so eine Sachen drin. Ich glaube, das habe ich euch jetzt mal gezeigt. Und den Rest mache ich dann irgendwann mal selber. Offline. Ich finde das ist schon so ein bisschen nervig, weil ich muss ja die ganze Zeit schwimmen. Seht ihr, ich nicht was. Doch richtig in Erinnerung gehabt. Haufenweise Medikamente. Oh, 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 das war knapp. Ich glaube, ich sterbe, wenn ich nicht aufpasse bei sowas. Ist auch noch sowas Blödes hier, dass es hier auch keinen Taucheranzug oder sowas mal gibt.
ist ja strange gemacht, weil man sieht hier eindeutig durch ein Kanister, aber einer ist jetzt auch ganz gut gemacht. Na gut, okay, machen wir weiter. Ich muss gleich wieder ein Railway hier nehmen. Was ist das da hinten? Oh, ein Meierlock. So, dann nehmen wir mal aber jetzt erstmal Redaway. Okay. Und aber anscheinend sind wir hier ziemlich weit weg. Ja. Nicht das. Ja, da sind wir ja wieder am Arsch der Welt. Gehen wir mal. Ich kann mich nicht schnell da fortbewegen, wenn Feinde in der Nähe sind. Die ganze Gegend hier ist mit Meierlurks eigentlich verseucht. Ich sehe aber keinen, also verstehe ich jetzt nicht. Na egal. So weit sind wir jetzt auch nicht mehr weg, von daher kann man auf dem Weg jetzt laufen. Eigentlich so hier in der Umgebung habe ich eigentlich alles. Oh, da sind welche. Alles erforscht. Denn so ein Fleisch möchte ich doch schon ganz gerne haben. Oder? Ja, obwohl. Ja. Muss ich nicht haben, Schwachsinn. Ist hier noch was? Also gehen wir weiter. Den bieten meistens hier mal was. Also, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also da gibt es irgendwo einen großen, richtig tiefen See mitten im Gebiet. Ach, hier war ich glaube ich schon, oder? Ja. Und da sind ziemlich coole Sachen unten auf dem Boden. Auch zwei Safes und sowas. Oh. Brauche ich keine harten Waffen für. Noch ein Hund? Ich denke mal schon. Wo denn? Ach, da. Okay, gut. Boah. Kurz mal warten. Hier sind wir noch nicht lang gegangen. Man merkt es. Warum lädt er diese Karte hier von den Addons so beschissen nach, wa? Ist wieder mit dem Gegner. Da ist die Kirche schon mal. Oh nee. Wechseln, danke. Da werde ich gleich mal eben zwei mit einmal gekillt. Da unten ist glaube ich der kaputt, der LKW mit den Glühbirnen. Das Gebiet ist so geil, ey. Ich finde, und ich glaube in Fallout 4 gibt es auch wieder sowas. Auch, also auch als Add-on. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird bestimmt geil. So, dann wollen wir mal hier rein. Ich bin auf der Suche nach der Weisheit. Kann ich deinen Stamm beitreten? Echt jetzt? Die Schwelle der Transzendenz? Okay, Mann, lass mich rein. Nein, du machst das falsch. Wenn du uns beitreten willst, musst du die richtige Einstellung zeigen, verstehst du? Wir nehmen auch nicht jeden Rekruten. Man muss bereit sein, die Welt in einem neuen Licht zu sehen. Das mag zwar albern klingen, ist uns aber wichtig. Das bedeutet auch, dass du nur reingelassen wirst, wenn du das Ritual hinter dir hast. Keine Sorge, das ist eine Kleinigkeit, auf die es aber ankommt. Edler, mach dein verrücktes Ritual dort mir doch her.
Okay. Stellet die Prüfung für wahr. Ich werde sie meistern. Oh nee, hör doch mal auf. Ich will nicht. Ich mach das hier. Nun ja, wir nennen es das Ritual der Mutter Samen. Du darfst doch nicht darüber lachen, denn die Ältesten messen einen sehr hohen Wert bei. In dem Sumpf im Westen steht eine riesige Punga-Pflanze, die Mutter Samen genannt wird. Sie ist nicht zu übersehen. Sammle ihren Samen ein, dann wirst du im Stamm willkommen sein. Auch wenn du dich weiter wie ein Idiot darüber mokierst, werfen wir dich hier raus, klar. Da sind Punga-Pflanzen. Die sind nämlich nicht mehr so eklig wie die wilden Pungas. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, wieder ganz am anderen Ende. Toll. Nur für diese Info, ja. Das hätte man mir auch schon vorher sagen können. Okay, da geht's auch noch rein im Brunnen. Oh nein, nicht schon wieder. Gib mir doch mal das Menü, ey, diese Shotgun, ey. Oh, hab ich ein Glück, ey. Ups, ah ja, genau, das war. Ich weiß nicht, was dieses Spiel mit der Shotgun hat. Der hat einfach mal gerade den Schaden komplett gefressen. Komm mal, den nutzen wir mal, um deine AP wieder voll zu machen. Ah, ja gut, okay, das reicht. Da kommt noch wieder. Vielleicht auch nicht. Das war ein Fehler. Nee, den da. Das reicht nämlich aus, sondern ist schon wieder mein AP voll. Oh, 5 Grad. Und reicht mir nach. Alter, da kommen noch mehr. So scheiße Biber. Ich ziehe auch immer so viel aus. Okay. Wir haben ja genug Munition. Von daher ist es nicht so schlimm. Ja, einmal Zuchtpungas und dann noch ein bisschen Punga-Fleisch hinter ballern. So, perfekt. Jo, das Dorffriedhof. Leider können wir hier keine Gräber durchsuchen. Wieso zeigt er mir eigentlich die Quest immer noch hier an, oder? Warum? Warte mal, hier stimmt, glaube ich, was nicht. Die ist nämlich gar nicht so weit weg, oder? Okay, jetzt zeigt er mir 2 Markierungen an. Ach, das ist doch jetzt doof. War das hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es könnte aber sein. Was? Feinde sind in der Nähe? Wo? Hier sind keine Feinde. Ach, doch, da. Da ist noch ein. Treffe ich den? Jo. Ja. Also, es macht schon. Also, das Sturmgewehr macht sich wirklich gut für den Warzenmodus. Muss man auch mal wieder sagen. Doch schon die Quest, dass ich da hingehen soll, oder? Ja, genau. So, jetzt darf ich mich aber teleportieren, oder? Oder reisen. Hm. Ach, toll, das ist jetzt total scheiße, dass er mir das nicht anzeigt. Das ist aber, glaube ich, richtig.
In diesem Gebiet war nämlich irgendwie, glaube ich, so ein Weg oder eine Höhle. Und dann geht eigentlich erstmal was ganz, passiert erstmal was ganz richtig, richtig Geiles hier in diesem Game. Nein, mein Psycho. Da sieht man nämlich auch schon die Markierung. Jetzt stimmt auf einmal die Markierung auf meinen unten. Jetzt haben wir hier wieder einen Teddybär. Tatsächlich Bücher drin. Zweimal Altmetall. Alter, die Waffen kann ich so geil reparieren hier eigentlich. Mit so viel Altmetall, wie ich hier habe. Jetzt kann ich noch mit den Sturmgewehr machen. Könnte mal wieder ein bisschen reparieren. Hier waren wir ja schon, wa? Da hinten ist Feuer, da müssen wir nämlich auch, glaube ich, hin. Oh, das sind Gegner. Ich glaube, das waren eher genau Blairfliegen einfach nur. Oder Blayfliegen. Mal rein hier. Das ist echt lustig. Ups. Also erstmal ist ja nichts Besonderes. Aber es wird noch cool. Genau, ich glaube, es geht eigentlich nochmal ins Außenareal. Das ist das erste Mal, wo eine Höhle so endet, glaube ich. In einem offenen Gebiet so. Oder? Könnt mich mal gerne korrigieren. Jetzt hat ihn auf mich geschossen. Vor allem mit was? Oh nee. Komm schon. Ach, das Glück gehabt. Sumpf. Komm schon, komm mal. Ah, gut. Hier meistens dieses Weichschalenzeug. Es gibt nämlich schon 30 Lives wieder und das ist dann doch schon mal nicht schlecht. Stellen hier ist, glaube ich, gibt es, glaube ich, nicht zu finden. Oh, ein scheiß großer Meierlock. Hier unten noch was? Ich glaube, wie gesagt, hier ist gar nichts. Man kann hier gar nichts finden. Gibt es auch keine bestimmten Items oder so? Oh, nicht schon wieder. Nee, nee, hier. Oh doch, ich habe mich geirrt. Entschuldigung. Ist doch was. Stimpack. Ja, gut, ist jetzt Specialiges, oder? Das Weichschalenzeug da, das nehme ich mir gerne. So, und hier unten. Alter, da ist nichts. Aber sie sammeln hier an. Was ist das? Toter Meierloch? Ah, der wurde von der Falle killt.
Werfen wir mal die ganzen Fallen. So, es geht weiter. Hier wieder diese ganzen beschissenen Puppen. Weiteres Gebiet. Ich hätte mal jetzt am liebsten doch schon dieses Juni-Sache. Oh, da kommt schon wieder einer dieser Kack-Meier-Lots. Komm schon, wechsel. Pudding verarbeitet. Schleimhaufen.